Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und wir sind wieder back in town. Es ist vorbei, die Länderspielpause. Und jetzt geht's endlich weiter mit der Bundesliga. Hätte mir nicht gedacht, dass ich das wirklich mal sage, aber ich freue mich. Also nicht, dass ich mich freue, das sage ich öfter. Okay, sehr selten. Ab und zu. Manchmal. Nein, aber unsere Blackies nicht, weil sie Tabellenführer sind, sondern eben, weil die Pause doch ein bisschen zermürbend ist. Ich muss sagen, ich bin einfach ein verdammter Fußball-Junkie und Länderspiel ist nicht das Gleiche. Deswegen, thank God, es geht weiter in der Bundesliga. Unser SK Sturm trifft nämlich auf die Wiener Austria am morgigen Sonntagnachmittag in Graz-Liebenau. Es ist wohl definitiv das Schlagerspiel der Runde, deswegen auch völlig zu Recht das Live-Spiel an der Stelle. Und es ist das Duell Platz 1 gegen Platz 3. Die Wiener haben sich nach anfänglichen Startproblemen wieder durchaus akklimatisiert. Unsere Jungs, naja, auch mit einem kleinen Zwischentief, zuletzt vor dem Länderspiel gegen St. Pölten noch ein souveränes 3:0 mitgenommen und sich aus der Mini-Krise rausgeschossen. Und jetzt geht es eben darum nachzulegen. Die Austria 4 Punkte hinter unseren Blackies. Also wir sind definitiv vor den Violetten, auch nach der Runde. Allerdings könnten sie eben auf einen Punkt logischerweise rankommen. Das heißt, naja, dagegenhalten, Logo, personaltechnisch, es fallen Schmerböck aus, eh schon etwas länger, der ist im Aufbautraining, Spendelhofer fehlt noch und Röcher, dazu könnte Peter Schul kommen, der laboriert ja an einer Fußverletzung, bin gespannt, ob sich ein Einsatz ausgehen wird oder nicht, ich hoffe es natürlich inständig, ansonsten bin ich gespannt, was man eben da jetzt variieren wird, vielleicht bekommt Hierländer eine etwas zentralere Rolle im Mittelfeld, könnte ich mir eben auch ganz gut vorstellen, aber man hat ja durchaus trotzdem personaltechnisch ein bisschen was in der Hinterhand, natürlich kann man nicht jeden Ausfall 1:1 ersetzen, aber im Moment ist der Kader, finde ich, etwas ausgeglichener eben als in der letzten Saison, auch die Austria hatte durchaus Ausfälle, Grünwald schon länger, Venuto, Hatzikic, Alma und so weiter und so fort, also da fällt ja auch einiges aus, die werden auf jeden Fall mit dem Dreier-Goalie, mit Penz heißt er, glaube ich, antreten. Wird auch interessant, hat ja in seinem ersten Spiel eben auch vor der Länderspielpause eine gute Leistung gebracht. Also da mal gucken, was wir da zu sehen bekommen. Ja, insgesamt ist es natürlich wieder so eine ganz, ganz, ganz knappe Sache, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass eine Mannschaft die andere aus dem Stadion schießen wird. Unsere Jungs ja zuletzt doch immer wieder zu Hause auch recht stark aufgetreten. Nicht jede Partie natürlich den Gegner weggeschossen, aber man hat sich doch auch stabilisiert im eigenen Stadion. Die Wiener Austria ist halt so ein typischer Gegner. Ach, sie ernudeln sich halt dann doch den Sieg, auch wenn sie vielleicht mal keinen guten Tag haben. Sie holen eben meistens jetzt doch die Punkte und da muss man aufpassen. Also allen voran, wenn ich da an einen Friesenbichler vorne denke, da muss man auch auf jeden Fall aufpassen. Genau, ein Westermann fällt zum Beispiel auch bei den Violetten aus. So viel kann man dann, glaube ich, auch gar nicht dazu sagen. Schlagerspiel, spannend, das Stadion wird hoffentlich ziemlich voll sein, so um die 10.000 Tickets sollen da weg sein. Und apropos Ticket, genau, kurzen Moment. So, ich habe ein Ticket bei unserer Verlosung. Beim FIFA 18 Tag Team Turnier, wo wir ja nicht so ganz toll abgeschnitten haben. Immerhin was gewonnen, und zwar dieses eine Ticket eben für ein Heimspiel unseres SK Sturm, alles ist dabei, ausgenommen VIP, also das heißt irgendein Spiel, das könnte schon eben das am Sonntag gegen die Austria sein, also morgen, dafür wird es wohl ein bisschen kurzfristig werden, aber mal überlegen, ich glaube, ich warte da sogar noch bis zum Mattersburg-Spiel. Damit auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich habe ja mein Abo, ich verlose das einfach mal, dass es auch irgendwas zu gewinnen gibt, denn ich habe ja schon da leise Töne vernommen, mim, Gewinnspiel, nein, nicht böse gemeint. Aber ich will euch da auch mal irgendwas da schenken und weil ich jetzt nicht wirklich irgendwie so einen alten Sturmdress da hergeben möchte, habe ich mir gedacht, das ist doch was ganz Feines. Also, wir machen das folgendermaßen, es wird jetzt nicht automatisch unter allen Abonnenten jetzt verlost, das wäre ein bisschen zu einfach, sondern jeder, der das Ticket gerne haben möchte, es ist auch für einen Sektor eurer Wahl eben, der soll einfach in die Kommentare das reinschreiben, unter dieses Video. Und ich würde sagen, wir machen dann einfach, ja,
Ach doch, nein. Mach mal so, mach mal Stichtag eben das bis zum Nachbericht zum Austria-Spiel. Also bitte unter dieses Video, unter den eben Austria-Vorbericht, schreibt ihr mir da euren Namen und eben, ob ihr das Ticket haben wollt, logischerweise. Und naja, dann werde ich eben unter allen, die kommentiert haben, das Ganze dann auslosen in so einer kleinen Mini-Losschüssel. Und ich glaube, könnte eine ganz lustige Aktion werden. In diesem Sinne will ich euch da gar nicht länger aufhalten. Es ist ja wunderschönes Wetter draußen in Graz, denn die Sonne erstrahlt über der Mur. Und mit diesen epischen Worten, sagen wir wie es ist, verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Elias. Auf unsere Schwarzen, auf das wir die Wiener ohne Punkte heimschicken mögen. Und bis dann. Ciao, ciao.